Heute Network Video Recorder. NVR steht für Network Video Recorder. Dieses System kann also Videosignale im Netzwerk empfangen, anzeigen und aufnehmen. Schauen wir uns also mal an, was alles dabei ist. Natürlich etwas Papier und ein Aufkleber Achtung Kamera. Ein LAN-Kabel, in diesem Set 4 externe WLAN-Antennen mit SMA-Buchse und Kinect-Bar. Die Basisstation, die echt groß ist. Ein Netzteil für die Basis. Eine Maus zur Bedienung. Befestigungsmaterial für die Kamera und die Basis. 4 solcher Outdoor-Kameras aus solidem Metall und wasserdicht, wovon an jede eine von den 4 Antennen geht. Jede Kamera verfügt über einen wasserdichten LAN-Anschluss und einen entsprechenden Gegenstecker für die Netzwerkseite. Zusätzlich noch ein Stromeingang. Natürlich liegt für jede Cam ein Netzteil dabei. Und unter der Verpackung noch eine externe WLAN-Antenne, falls das Signal an einer der Kameras mal zu schlecht sein sollte. Kommen wir also zum Herzstück. Da ist in meinem Set aktuell noch keine Festplatte eingebaut und daher ist diese sehr leicht. Hochglanzoberfläche und 3 kleine Status-LEDs. Auf der Rückseite, neben den 2 Antennen, die notwendigen Ports VGA, HDMI, LAN, USB für die Maus und Strom. Auf der Unterseite kann man die Vorbereitung für die Festplattenmontage in dem Gehäuse sehen. Also das Ganze einmal angeschlossen und in Betrieb genommen. Standardmäßig startet es nicht mit einem 16:9 Bild. Per Default ist kein Passwort vorgegeben, kann man aber später noch ändern. Ein kleiner Konfigurationsassistent führt durch die ersten Schritte. Ich habe die Anlage erst einmal offline in Betrieb genommen und nicht an mein Netzwerk angeschlossen. Zwar kann ich dann nicht online von überall in meine Räume schauen, aber ich wollte erstmal schauen, ob das auch geht. Und eventuell ist es für die ein oder andere Sicherheitszone auch nicht wirklich gewollt, dass eine Online-Verfügbarkeit der Streams da ist. Fazit dazu, Standalone geht auch. Klickt man sich so durch die Konfiguration, wird natürlich immer wieder gemeckert, dass man nicht online ist. Hat man sich dann durchgeklickt, werden im Auslieferzustand die mitgelieferten WLAN-Kameras auch sofort gefunden, wenn diese mit Strom versorgt werden. Da ich meine Einheit jedoch vor dem Dreh noch einmal resettet habe, ist diese Voreinstellung nicht mehr da. Ausgeliefert wird aber ein Plug-and-Play-System. Es gibt 4 Kanäle. Hat man ein Signal auf einem der Kanäle, wird das Bild angezeigt. Hier die Pferdekoppel zu meinen teuren Zuchtpferden. Das Live-Bild lässt sich entsprechend vierteln auf alle 4 Cams. Natürlich, soweit diese auch angebunden sind und ein Bild liefern. Die mitgelieferten Cams können dabei auch in stockfinsterer Nacht sehen. Dazu habe ich im Zimmer wirklich jedes Licht ausgemacht. Sofort wurden die Infrarotdioden der Kamera automatisch eingeschaltet und das Bild so angezeigt. Kommen wir also zum Einzelbild. In dem kann man auf die Details im Videostream durch Aufziehen eines Fensters einzoomen. Das ist bei den 720p Kameras zwar etwas grob, reicht aber sicherlich, um den einen oder anderen Vorgang im Erfassungsbereich darzustellen. An den Rändern nehmen die Kameras nach meinem Dafürverhalten an Schärfe etwas ab. Die normalerweise von der Basis ausgehende Sternverteilung eines WLANs lässt sich durch die Repeater-Funktion in einer der Kameras stark verbessern. Zu jeder der Kameras lassen sich dann noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Wer sich mit IP-Kameras ein bisschen auskennt, wird hier alles finden, was er von der Kamera so in der Regel erwartet. Wirklich überrascht wurde ich, als ich den NVR an mein Heimnetzwerk angeschlossen hatte. Ein kleiner Scan und bums wurden in meinem Haus alle installierten 3-Cams und andere IP-Cams, alle OnWiff-tauglich, erkannt. Hier sieht man übrigens im unteren Bereich noch den Auslieferzustand mit allen 4 Kameras vorangelernt. Soll hier aber gerade nicht der Fokus sein, sondern meine Kameras von den anderen Herstellern, die ich nicht mal vernünftig an die Surveillance Station der Synology Disk Station angebunden bekommen habe. Hier bei dem Seatronics NVR geht das problemlos. Sofort wird einer der Streams angezeigt und falls ein Passwort drauf gewesen wäre, hätte ich das auch noch eingeben können. Also alle Cams einmal hinzugefügt. Und nach einer kleinen Wartezeit, in der sich der NVR neu einstellt, okay, die Wartezeit ist dann doch etwas länger. Aber irgendwann hat er dann die OnWiff-Kameras hinzugefügt. Natürlich kann man dann in den 4 Kanälen auch noch eine der als N1 laufenden Kameras hinzufügen und so einen Mix anzeigen.
Das ist auch kein großes Problem. Und wenn man überlegt, dass man bei Synology alleine für eine Lizenz für eine Kamera 50 Euro bezahlt, Hardware gar nicht einbegriffen, dann ist man mit dieser Lösung auf jeden Fall günstiger unterwegs. Zwar ist das System bei Änderungen nicht wirklich agil, aber eine solche Konfiguration macht man in der Regel ja auch nur einmal. Und dann geht das System 24/7 online ohne Änderung. Da kommt es also nicht ganz so drauf an. Und man sieht, auf welche Sicherheitszonen und Schätze ich meine Augen werfe. Da ist Aufzeichnen nicht mein primäres Ziel, sondern ein Live-Bild, um abzuschätzen, ob ich nun ins Babyzimmer muss oder das Kind sich gerade nur umdreht. Mich hat das Set von Seatronics echt überzeugt. Sowohl im Heimgebrauch als auch mit den Features zum ambitionierten professionellen Gebrauch. Und auch die Kombinationsmöglichkeit mit anderen Herstellergeräten, echt spitze. Wer sich jetzt noch über alle Einstellungsmöglichkeiten informieren möchte, der kann das Video gerne weiterschauen. Alle anderen sollten hier abschalten. Es wird echt langweilig. Und ich werde die einzelnen Punkte noch nicht beschreiben, sondern euch einfach mit dem Video alleine lassen. Soweit, Daumen hoch oder Kommentar da lassen.